Geh weiter, Konrad, weiter vor. Weiter geht's nimmer. Geh. Dann kann er mir auch gleich unter die Wasserleitung stellen. Jetzt wär aber ich nass. Ich hab dir gleich gesagt, nimm einen Gartenschirm, da hätten wir alle zwei Platz gehabt drunter. Und ich heben eben können. Das bin ich für nicht schlecht. Und so einen Gartenschirm hebe der zwei Stunden, wenn es sein muss. Hebst du nicht? Hebe ich schon. Hast du mal einen gehalten so lang? Nein. Also, gibt es? Ich hab auch gesagt, wenn es sein muss. Und? Es hat noch nicht sein müssen. Einfach Nuss, steckst gleich drauf. Im Rehen holst du den zwei Stunden. Im Rehen bist sowieso der Größte. Alisi, da sind nur Schlüssel da. Steckschlüssel, ein 17er ist drauf und ein Eiferbrauch. Genauso wie mit dem Autorichten. Eine Viertelstunde hast du gesagt, brauchst du für den Thermofix da. Tat. Thermostat. Außerdem der Nuss da. Geh weg, dann mach ich mal selber. Pass doch auf, Trottelbläder. Nur wenigstens dir. Und außerdem... Papa, Telefon! Wer ist? Die Frau Weichselgartner. Sie fragt, wann sie endlich kommt, weil sie einen Termin hat. Sag ihr, ich komm gleich. Und wenn sie es nicht mehr erwarten können, dann soll sie mit der Trambahn fahren oder sich einen heißen Morgen massieren lassen. Ja, gut, das sag ich ihr. Also alles... Das, was der Brot vorhin zu dir hat. Konrad, weißt du, was er jetzt sagt? Der man nicht streiten. Es klang ja schon, dass es ringt. Meinst du nicht auch? Ich verstehe nichts von deiner Arbeit, du verstehst nichts von Auto. Ich tue jetzt das Auto reparieren und du hältst mir einen Schirm. Und damit hat alles seine Richtigkeit. Hast du mich? Sag ich her. Zipf, Finferl! Heck, und drück mir der Sonne nach! Die Frau ist mir runtergefallen. Brauchst du unbedingt? Da tu jetzt da herleuchten, genau da hin, wo er das sagt. Da! Nein, da! Da, unter den Schlauch, nein, da! Nein, nicht da! Da führe ich es leichten. Ach, sag einmal, nimm's halt ins Mai, dann kannst du dich einhalten auch noch. Ruhe dich, da wirkt's mir so. Da wirkt's ihm, du hast her. Aha, hör, da wirkt's ihm doch nicht. Hallo! Ja! Vor. Die reißen alles um. Alles wird anders. Seht doch bloß einmal vor. Was ist denn los? Die bauen das ganze Haus um alles. Alles wollen umreißen. Wer sagt das? Da. Da steht alles in dem Brief. Ja, na, lies mal vor. Ja, lies mal vor, Maria. Musst du dir mal vorstellen. Solange ich nicht weiß, was in dem Brief drinsteht, kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Also lies halt, mach, geh weiter. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mieter des Hauses Gewürzmühlstraße 4. Scheinheilig, das musst du dir mal vorstellen, liebe Mieter. So, das ist doch nicht. Was nicht? Maria, bitte, es rein. Ja, nach langen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung ist es uns gelungen, einen Sanierungsplan für den Hauskomplex Gewürzmühlstraße 4 in eine reale, sierbare Form. Papa, die Frau Weichselgartner. Ich habe jetzt keine Zeit, siehst du das nicht. Ja, was soll ich denn sagen? Sag's dir ganz einfach, sag's dir, dass wir einen Brief lesen und dass ich keine Zeit habe. Maria, komm, lies weiter. Ja. Die einzelnen Wohnungen werden vollkommen renoviert und auf den Stand einer modernen Wohnkultur gebracht. Lies. Ölzentralheizung in allen Räumen und Flur, neue Bad- und WC-Anlagen. Lies weiter. Einheitliche Teppichböden und Vereinigung des Erkerzimmers mit dem daran anschließenden Zimmer zu einem großflächigen Wohnraum. Das ist ein Thomas-Zimmer. Gästezimmer. Bin schon ein Ärger. Wird sie in den nächsten Tagen ein Vertreter unserer Verwaltung aufsuchen, mit dem sie die notwendigen Einzelheiten wie Räumung der Wohnung für maximal 6 Wochen besprechen können? Ja, sag einmal, spinnen denn die? Die können uns denn einfach 6 Wochen aus der Wohnung schmeißen. Ja, da? Mit. Da siehst du ja, dass sie es können. Die können viel. Du
Das musst du dir mal vorstellen. Da steckt bloß diese Sau vom Verwalter dahinter, dieser Meier. Der hockt schon drin beim Hausmeister. Was, der ist da? Das sag ich doch, beim Hausmeister hockt er drinnen. Den kaufen wir. Maria Leit. Reiß dich fett zusammen, alles, gell? Grüß dich, alles. Ich hab ja nichts damit zu tun. Sag einmal, soll ich kommen? Von mir kommt das nicht. Du kennst mich doch. Was Gott, Herr Mayer, bitte schön, was gibt's da, Herr... Wie gesagt, ich hab mit deiner ganzen Sache nichts zu tun. Bitte, ja. Herr Huber, bitte. Ja. Sagen Sie mal, Herr Mayer, was sind denn ganze Schmande überhaupt? Was denn, Herr Mayer? Jetzt darf man nicht lang umeinander reden. Der Fetzen, den wo sie uns da geschickt haben, von wegen Renovierung, neue Wohnung, 6 Wochen rausziehen und dann Mieterhöhung und so weiter und so weiter. Bitte schön, Herr Mayer, jetzt regen Sie doch nicht gar so auf. Ich reg mich auf, wenn ich mag. Das ist doch nur zu Ihrem Vorteil, Herr Mayer. Schauen Sie, die Wohnungen sind doch alle total veraltet. Sie kriegen praktisch eine Neubauwohnung. Ich will aber keine Neubauwohnung. Ich will eine Altbauwohnung. Und zwar genau die, die ich jetzt habe. Und die möchte ich genauso haben, wie es jetzt ist und wie es seit 50 Jahren ist. Und nicht so, wie es Sie auf einmal haben möchten. Tja, das ist ganz recht und schön, Herr Mayer, aber in dem Fall geht es nicht allein um Sie, sondern um die ganze Mieterschaft. In dem Fall müssen Sie ja schon auch da angemeldet. Hat er recht, irgendwie. Konrad, halt dich da raus. Allgemeinheit. Die Allgemeinheit ist bloß in der Profit. Verzeihen Sie mir nicht so einen Blödsinn. Spekulant, abscheulicher. Wissen Sie, Herr Mayer, es ist mir durchaus verständlich, dass Sie so emotional reagieren. Es ist immer das Gleiche mit Mietern, wenn Veränderungen ins Haus stehen. Das kennen wir schon. Herr Huber, was fuchtelt denn ständig hinter mir umeinander? Aber wie gesagt, für mich zählen die Realitäten. Also von der Sache her, Maria, oder? Die stehen in dem Brief da. Sag einmal, zu wem hilfst jetzt du eigentlich? Zu uns oder zu dem Holzabschneider? Ich meine von der Sache her. Ja, da ist er ja. Und der Bub sagt mir, er ist in Hof und liest den Brief. Und dabei unterhält er sich da am Gang. Und ich muss ins Krankenhaus. Also, Frau Weichselgartner, gell, es tut mir leid, aber ich kann halt nicht. Ich muss. Ich habe einen Termin in der Physikalischen. Das wissen Sie doch, heute ist Mittwoch. Ja, dann müssen Sie halt heute mal mit der Trambahn fahren oder mit der S-Bahn. Ich kann jedenfalls nicht, außerdem ist das Auto noch gar nicht fertig. Nein, mit der Trambahn fahre ich nicht. Heute ist die Kasse mir nicht zahlt. Ja, na, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Was wollen Sie? Ja, das wär's ja dann wohl, meine Herren. Moment. Wir zwei sind noch nicht fertig miteinander. Ja, was wollen Sie denn noch, Herr Mayer? Ich hab doch meine Zeit schließlich nicht gestohlen, oder? Zwei Sachen, Herr Mayer. Erstens. Aus meiner Wohnung kriegst du mich dann nicht raus. Weder für 6 Wochen noch für einen Tag. Das werden wir dann schon sehen. Zweitens. Und wenn Sie mich raushaben wollen, dann müsst ihr selber wo drin und das darf ich dann nicht raten. Na, sagen Sie mal, wie reden Sie denn überhaupt mit mir? Ja, wenn man halt mit ihresgleichen redet. Ne? Euch Brüder kenne ich. Vor 20 Jahren unter Sendling noch ein Kit aus den Fenster rausgefressen und heute mit dem festen Anzug als Mai aufreißen. Immer dieselben, ne? Ja, sag einmal. Ja, du Sauhammel, du Gescherter. Ja, sag einmal, was willst du denn du überhaupt heim? Ja, sei doch du froh, dass ich deine Möbel nicht persönlich zum Fenster rausschmeiß. Ja, du Ruhm, du Gescherte, hä? Ja, ihr schaut nicht du. Ja, was sagst du jetzt da dazu, hä? Was sag ich? Untersendling. Glasschirmviertel mit Prädikat. Wissen Sie was? Wir lassen das jetzt. Aber merken Sie sich eins. Dann nimm dein Wenn Sie Wir haben da nämlich unsere Möglichkeit. Da ging's nämlich dann gern raus. Merken Sie sich das. Was ist denn da los? Nausegeln wollen Sie uns. Jetzt will ich mir auch noch drohen. Grüß dich, Susi. Und da hängt der Hammer auch mit drin. Susi. Ja, das kannst du schon laut sagen. Vor 14 Tagen ist er frech geworden unten im Gang. Inwiefern frech, Susi? Odapper wollte er mich. Odapper? Er? Die? Ein Söhner bist du. Nein. Siehst du das? Den gefallen tut er da wieder nicht. Ich werde mir da einen suchen, wird dir meine Hände nicht dreckig machen. Jetzt
ist eine Ruhe. Es ist eine Ruhe. Was? Gehen wir! Wieder schauen. Inwiefern oder wie meinst du das, Susi? Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt ist er Ruhe. Du Papa, die Frau Weichselgarten hat vorher schon wieder angerufen. Ja, ja. Ich hab mir Zeit. So. Was ist denn los? Hä? Was los ist? Mengt ihr nicht mehr? Maria rutscht ein bisschen. Sag halt alles. Was ist denn los? Hol mal den Ordner mit den Dingen, mit den Bausparverträgen her. Bleib sitzen, das mach ich schon. Susi, du wolltest mir doch... Mein Heutstatus, siehst doch, dass das jetzt nicht geht. Alles. Ja, jetzt sag halt mal, was ist denn los? Was los ist? Ruhe ist. Ich mag nicht mehr. Verstehst? Ich zieh selber raus. Und zwar persönlich. Ich kauf mir ein Haus. Zwickt's mir, ich kann mich dran.